Hallo. Hi. Hi. Pegas und ich haben uns entschlossen, jetzt mal eine kleine Bonusfolge einzuschieben, wie wir es angedroht haben. Und zwar hier. Wisst schon, ne? Also so in die Richtung kaufen und verkaufen. Pegas kauft sich eine. Meine ist hier Wie soll ich denn das aufgelistet. machen? Also du musst auf kaufen, vielleicht. Ja, aber mit was? Mit was am günstigsten, am besten? Wieso? Naja, keine Ahnung. Was gibt's denn? Na, Ich sehe es nicht. Ich hab entweder doch eine. 5000, entweder 5000 Credits oder 50 Kartellmünzen. Ja, dann nimm die Kartellmünzen. Am Anfang sind Credits noch ein bisschen wertvoller. So, Boronirs Festung. Reisen. Rockdos Festung, Reisen. Hast du schon einen oder was? Hä? Hast du schon eine? Ja, du kannst ja nur eine Festung je Vermächtnis haben. Ich hab die ja auf Coruscant schon gekauft damals. Aber ich krieg jetzt hier meine ganzen. Du kriegst jetzt am Anfang erstmal alle Einrichtungen, ganz viele Einrichtungssachen, die du aufstellen kannst, nach Belieben. Oh. Und das machen wir jetzt noch ein bisschen. Und Warte. dann ist die Folge schon wieder vorbei. Ja, du musst bei dir machen, ich mach's bei mir. Ja, aber ich ist gerade Anflugszene. Achso. Ja, wow, aber ich hab noch nichts. Du kriegst doch das, wenn du reinläufst. Du kriegst du doch ein paar Sachen. Und mit Ah, denen jetzt. kannst du dekorieren. Alles. Ja, also das ist jetzt hier dieses einfache System. Und ja, hier kannst du also jetzt alles Mögliche dekorieren. In dem Bezug. Du kannst also hier auf Bearbeitungsmodus, also ich erkläre es jetzt eher den Zuschauern, ne? Du weißt ja. Bearbeitung, dann kannst du hier überall Sachen hin platzieren, bis es kein Morgen mehr gibt. Kannst hier wirklich sau viel dekorieren. Ja, und ich zeige es euch jetzt einfach mal. Moment. Ist ja eh eine Bonusfolge sozusagen. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal umswitchen und hier mal auf Gregor gehen zum Beispiel. Gregor, ich beachte dieses E, was lang gesprochen wird. Pegas, du richtest das noch ein bisschen ein, oder? Gut, und ich zeige jetzt mal, wie das so aussehen kann, sollte und wie es vielleicht hoffentlich am Ende des Let's Plays dann später irgendwann mal aussieht. Und ja, also was ihr jetzt seht, ist dann wahrscheinlich ist halt das genaue Gegenstück zum Republikanischen. Es ist halt die, wie heißt's? Turm- und Kars-Festung, also der Gegensatz zur republikanischen Coruscant-Festung ist die Turm- und Kars-Festung. Die ist genauso aufgebaut wie die Coruscant-Festung, nur ein bisschen eckiger. Sie haben nichts anderes verdient. Und Echt? ja, ne, die Dings ist ein bisschen eckiger. Und da werde ich jetzt mal hinreisen. Ich hätte es auch mit Rockdos machen müssen, aber da hätte ich glaube ich 5000 Credits bezahlen müssen, weil es im feindlichen Gebiet liegt oder so. Keine Ahnung genau, wie das war. Auf jeden Fall ist das dann die Festung, so wie sie auch auf der Republik aussieht. Seht mir hier, wenn ich schon den Eingangsbereich angucke, sieht genauso aus. Ja, da ist jetzt hier relativ gut eingerichtet. Dann haben wir da drüben genau das gleiche. Hier wäre dann so ein Büro. Sieht man ja. Büro mit Speeder, Getränke, Archiv, Dings, Flaggen,
Super Imperium, Datacrons. Hier hinten ist der kleine Handelsbazar mit Postfach und galaktischen Terminal, Anpassungsdings und alles Mögliche. Dann haben wir geradeaus so einen kleinen Art Hangar. Weiß nicht, was mir da so groß reinstellen soll. Ich werde hier wahrscheinlich mal so einen Technikraum reinmachen. Also so ein. Ja, wie auf so einer Flotte halt so eine. Wie heißt sowas, Pegas? Brücke. So wie so eine Brücke halt. Ja. Wie so ein Kommandozentrale, so. Dass du halt hier oben dann an deinem Pult stehst. Hier so. Stehst hier so an der Pult und da unten wird halt gearbeitet. An verschiedenen Konsolen. Ja, dann geht's hier rechts und links hoch, da ist nicht viel drin, noch nicht viel drin. Hier geht's auf den Balkon. Mit so einer, ja, Kleiderstation, die ich mir damals für Haufen Geld gekauft habe und dann nicht funktioniert hat und dann später für einen Credit gab. Hab ich ja gedacht, schöner Scheiß. Ja. Und hier haben wir so einen kleinen Gesellschaftsraum, wo Spieletische sind, Cantina-mäßig aufgebaut und hier kannst du halt auch einen Speeder gewinnen. Ja, und hier drin ist dann der Privatbereich ab hier. Achtungstisch, Crease und Ding, das war sauteuer im Aha. Gästezimmer. Wo mir einfällt, dass ich mal hier den Dings umsetzen muss. Kriegt man eigentlich im Storyverlauf viel für sein Zeug? Im Storyverlauf kriegst du eigentlich gar nichts. So, jetzt aber, so im Allgemeinen kriegt man ja manchmal was. Ja. Mag schon sein. Na, ich kann ja mal mit Wales ran, da habe ich ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Weil ich habe mich da jetzt noch nicht so mit beschäftigt. Ja, auf jeden Fall ist das halt hier dieses neue Festungssystem hier. Ich habe, glaube ich, für die Festung hier habe ich, wie viel habe ich denn da gelassen? 70 Euro, glaube ich. Für die Luxuspakete, die es hier im Kartellmarkt gab. Wenn ich hier Dekoration gibt, gibt es ja hier, die jetzt schon reduziert sind teilweise. Hier zum Beispiel Funktions habe ich einmal gekauft, das Funktionspaket, dann das Festungsdekoration Cantina mäßig und das Luxuspaket. Und also ich werde da mit Sicherheit nicht so viel reinstecken, jedenfalls. Nicht bei Roanil, höchstens dann bei Wales, aber wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ja, und hier ist halt der Crew-Raum. Wir können die Crew schlafen, wenn sie mal hier ist, wenn sie mal stationiert ist. Und in der Mitte ist der hoheitliche Hauptschlafsaal. Ich glaube, in dem habe ich eine Stunde drin gestanden und überlegt, wie ich den design. Und das, finde ich, sieht richtig gut aus. Bett, cooler Blick, zentriert. Alles symmetrisch relativ. Hier Sitzbelegenheit, Befragungsdruide, Spind, Ranke, die was Botschaftsbanner und. Das ist wirklich eine coole Sache. Und ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Schauen wir mal kurz in die Festung von. Na gut, habe ich auch 9% und da jetzt bei Ronnie 2%. Also das ist auch nicht viel mehr. Ich kann natürlich höchstens den Waldraktyl zeichnen. Sein ganzer Stolz. Sein Baby. Pegas Waldraktyl. Stimmt. Er wird so schnell groß. So einen Botschafter hätte er nicht gemacht. Also hier. Oh, Alter. So alt bin ich noch gar nicht. Ne, so. Also hier haben wir. Hier habe ich ja auch schon ein Schiff mit dem Charakter. Da haben wir jetzt den zweiten Gefährten. Dann hier die Fette. Die Fette ist eine nette. Ja, das stimmt. Und dann hier das, wo ich jetzt auch aufgehangen habe, diese zwei Trophäen, die habe ich hier auch. Das ist, glaube ich, Vermächtnis gebunden, oder? Alle Trophäen. Ah, eine Dekorationshändlerin. Habe ich gar nicht mitbekommen. Die kann ich auf jeden Fall hier aufstellen, sondern ich mache Blümchen. Ja, und dann würde ich sagen. Schöne Waldraktyl. Das wär's bei mir schon mal gewesen. Ne? Also aber meine. Musst du dieses Geräusch jetzt reinbringen wieder? Also meine Folge endet jetzt. Ja. Das war jetzt so eine ganz kleine Einwurffolge Scheißdreck-Dings und ich hoffe, euch hat's gefallen. Die ganze Zeit, jetzt die ganze Aufnahmesession, die ganzen Folgen, die jetzt kamen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge normal wieder. Ja. Ciao. So viel war's auch von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.